Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Volles Fass voraus. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Volles Fass voraus. In dem Video zeige ich euch den Aufbau, die Abläufe und abschließend gibt es dann auch ein kleines Fazit. Bevor wir jetzt wirklich auf große Fahrt gehen, ja, mit diesen Piraten, noch ein paar Informationen rund um das Spiel. Es ist nämlich ja aus dem Hause Zoch, sehr bekannt durch sehr viele erfolgreiche Kinder, aber auch viele Familienspiele. Illustration. Ja, man sieht es hier wunderschön illustriert. Das ist nämlich von Dennis Lohausen und ja, Autor ist Gian Simon Migoni. Es ist ein Spiel für 2 bis 4 Personen ab 10 Jahre. Spricht also für ein etwas anspruchsvolleres Familienspiel. Ich werde im Fazit definitiv noch was dazu sagen. Und auch zur Spielzeit, weil angezeigt wird es hier auf der Seite mit 40 Minuten. Und damit steigen wir auch gleich in das Abenteuer bzw. in die Reise. Ja, alles ist soweit platziert. Der Spielplan wird in die Mitte gelegt. Das ist so ein Puzzleplan. Und das ist ganz schön gemacht. Das heißt, diese einzelnen Plättchen sind variabel. Ihr könnt sie am Anfang einfach drin lassen. Und für weitere Partien mischt ihr dann einfach die einzelnen Plättchen und positioniert sie auf diese angegebenen Felder. Es gibt hier unterschiedliche Bereiche. Aber hier habt ihr jedes Mal einen neuen Spielaufbau, einen neuen Spielablauf anhand dieser Plättchen, wie ihr sie quasi reinpuzzelt. Die Schiffe habe ich auch schon platziert und zwar alle 4 Schiffe. Ja, muss man immer mit allen 4 Schiffen spielen. Ja, wenn ihr zu zweit und zu dritt spielt, benötigt ihr definitiv auch alle Schiffe. Wie gut das funktioniert, das gleich vorneweg, das zeige ich euch jetzt anhand der Abläufe. Aber wichtig ist, ihr agiert auf jeden Fall immer mit allen 4 Schiffen. Das heißt, ich habe meinen Marker, mein Schiff, mein Tableau, mein Heck habe ich schon so platziert. Und es ist wichtig, ihr nehmt es so vor euch. So legt ihr das vor euch, weil im Spielverlauf werdet ihr Fässer auf beliebige Felder platzieren. Werdet ihr aber, oder müsst ihr Fässer wegnehmen von diesem Plan, dann zieht ihr sie quasi immer zu euch. Da dürfen keine anderen Fässer im Wege stehen. Das heißt, es muss wirklich schön ja, gerade herausgezogen werden. Deswegen platziert man es genau so, wie es hier angezeigt wird. Das heißt, diese Person sitzt auf die Seite und das heißt, hier hinten ist das Heck und so wird es platziert. Und hier nebendran die Fässer, sehr schön, sehr hochwertig. Dazu gesellen sich die Matrosenkarten, die Schatzkarten, alles, wie ich hier gezeigt habe. Und ja, die Startposition, die habe ich jetzt einfach mal beliebig vergeben. Das heißt, das blaue Schiff startet auf der ersten Position und deswegen gleich beginnt es mit 3 Punkten. Grün auf Platz 2 mit 4 Punkten, Grau hier mit 5 und Rot mit 6 Punkten. Ja gut, wenn ihr jetzt zu zweit spielt, dann benötigt ihr die Punktemarke natürlich nur für euch zwei. Aber die Schiffe, die sind auf jeden Fall immer alle vorhanden. Was macht man in diesem Spiel? Man segelt quasi von einem Feld zum nächsten. Immer schön dem Ablauf und bis zum Ziel. Und Ziel ist es natürlich am Ende, wenn alle angekommen sind, die meisten Punkte vorzuweisen. Gegebenenfalls noch mit irgendwelchen Schatzkarten, die am Ende irgendwelche extra Punkte bringen. Weil die Schatzkarten hier auf der Seite, die haltet ihr immer verdeckt. Nur die Matrosen, wenn ihr da eine zieht, eine bekommt, dann deckt ihr diese auf. Das war auch schon alles. Jetzt fragt sich, wer beginnt? Naja, wir schauen einfach hier beim Kompass Westen und hier kann man sich ein bisschen orientieren. Das heißt immer, oder hier von der Farbe immer Westen beginnt. Und ja, das bin ich hier mit dem blauen Tableau. Und wo ziehe ich hin? Ich ziehe natürlich auf das nächste Feld. Der Pfeil geht hier in die Richtung und könnte gleich hier drauf ziehen. Weil hier würde ich gleich 2 Fässer bekommen. Ob ich mir Fässer nehme etc., das bleibt natürlich mir überlassen. Aber das wäre schon ein schönes Feld, weil hier würde ich mir 2 graue Fässer nehmen und die würde ich dann einfach beliebig hier irgendwo dann in meinen Bereich dann platzieren. Man merkt hier, die einzelnen Felder, ich denke, man erkennt es, je nachdem von der Kameraeinstellung oben erkennt man es gut, bei manchen Feldern sind hier noch ja, Gebühren abgebildet. Rot markiert heißt, man muss was abgeben, das heißt, das muss ich dann immer hier von meiner Leiste dann abzweigen. Und ihr merkt, gerade im ersten Bereich, da bekomme ich durchaus viele Fässer. Manchmal muss ich was bezahlen, manchmal bekomme ich noch so eine Matrosenkarte, die mir gewisse Vorteile bringt. Im Spielverlauf, die sind alle auf 2 Übersetzungen sehr gut gezeigt und erklärt. Da könnt ihr dann einfach nachblättern, wenn ihr die Karte dann zieht. Aber ansonsten bekommt ihr hier natürlich viele Fässer. Aber die Reihenfolge ist natürlich auch wichtig. Das heißt, blau beginnt Westen. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinziehe, nehme mir hier beispielsweise die 2 Fässer. Die platziere ich jetzt einfach irgendwo hier hin. Dann ist der nächste dran. Der geht vielleicht dann hier drauf. Der nächste geht dann hier drauf. Und der nächste geht dann hier drauf. Ja, und dadurch haben wir jetzt wieder eine neue Reihenfolge für das nächste Spiel. Weil jetzt ist wieder grau. Oder was heißt wieder? Jetzt ist graues Schiff oder Person mit dem grauen Schiff am Zug und zieht
zieht auch wieder auf ein beliebiges Feld. Dann ist blau dran, dann ist grün dran und so weiter. Das heißt, jetzt setze ich mal alle an den Start zurück. Nehme an, grau und blau würden hier mitspielen. Die spielen nur zu zweit. Grau zieht dann hierhin, blau zieht dann hierhin. Und dann werden die jeweiligen Schiffe der nicht Mitspieler, das heißt quasi neutrale Schiffe, die werden dann auch gezogen. Aber wie werden die gezogen? Weil vielleicht spielt er das Ganze ja nur zu zweit oder zu dritt, zu viert, klar, bewegt jeder ein Schiff. Aber dann ist grün dran praktisch, gibt es nicht als Farbe, dann könnt ihr nämlich auch den Punktemarker wegnehmen. Und das zieht das Schiff immer an den östlichen Punkt, also immer hierhin. Und das letzte Schiff, wenn da noch Platz ist, zieht auch wieder an den östlichen Punkt und das wäre hier quasi an der vordersten Stelle. Und so funktioniert das mit der Zugreihenfolge. Das heißt immer, das Schiff hier im Westen beginnt, dann geht man hier weiter und so weiter. So, jetzt schauen wir uns mal den Plan an. Was gibt es denn überhaupt? Hier gibt es Fässer, die muss man, die kann man nehmen. Bleibt euch überlassen. Hier bekommt man Matrosenkarte. Und dann gibt es natürlich hier ja Fässer bzw. Bereiche, wo man die Fässer wieder abgeben kann. Und das lohnt sich durchaus. Das hängt natürlich davon ab, was man an Fässer gesammelt hat. Das heißt, es hängt immer davon ab, was habt ihr an Fässer gesammelt und bekommt ihr sie überhaupt raus, so beispielsweise. So, und jetzt seht ihr die Zugänglichkeit hier von diesen Fässern, beziehungsweise die Fässer, und hier gebt ihr ja Fässer ab und bekommt wieder Kapital. Und wenn ich jetzt beispielsweise zwei orangene Fässer abgeben muss, kann ich das mit einem Fass? Das schaffe ich. Ich schaffe es aber nicht, weil das orangene Fass kommt hier nicht an diesem grauen Fass vorbei. Das funktioniert nicht. Wäre es jetzt erforderlich, dass man zwei graue Fässer rauszieht oder zwei beigefarbene, dann gelingt das, weil man zieht das hier nach unten. Das zieht man auch direkt nach unten. Hier sind ja auch keine Fässer im Weg. Wenn man jetzt zwei orangene Fässer rauszieht, dann kann ich das Fass rausziehen. Und das nicht, aber das hintere Fass. Und das ist der Mechanismus, der besondere Mechanismus, der hier zum Tragen kommt. Wann bekomme ich die Fässer los? Ja, wenn ich auf so ein Feld lande mit meinem Schiff. Teilweise bekomme ich natürlich auch Schatzkarten. Dann ziehe ich einfach vom Stapel. Die Schatzkarten behalte ich verdeckt bis zum Spielende. Aber hier bekomme ich natürlich, wenn ich hier zum Beispiel ein lila Fass abgebe, bekomme ich 6 Punkte. Und so zieht man immer weiter. Jetzt gibt es aber hier noch ein paar Symbole, die hier angezeigt werden, wie Sturm etc. Das heißt, ihr verliert unter Umständen wieder Fässer. Ihr müsst dann Karten tauschen, beziehungsweise ihr müsst Geld abgeben. Und da kommen die Piraten zum Einsatz, beziehungsweise nicht die Piraten, die Matrosen. Weil die Matrosen, die bringen euch einen gewissen Boni, gewisse Funktionen werden dann ignoriert, wie jetzt beispielsweise, wenn ich so einen Matrose habe, wenn es um die Piratenflagge geht und ich lande da drauf, dann muss ich kein Fass abgeben. Das sind solche besondere Optionen. Oder habe ich so einen Matrosen und lande auf einem Feld, wo so ein Fisch abgebildet ist, bekomme ich ein Kapital und das trage ich immer an dieser Leiste ab. Das heißt, ihr zieht immer hier quasi entlang des Feldes, immer hier eure Schiffe entlang, hier weiter runter. Hier habt ihr so eine Mischung an Fässern, was ihr bekommt, beziehungsweise wo ihr auch wieder was abgeben müsst. Hier habt ihr die interessanten Schatzkarten, die richtig attraktiv sind. Die sind aber absichtlich auf den hintersten Feldern, sodass auch jeder die Chance hat, an solche Schatzkarten zu gelangen und irgendwann seid ihr im Ziel angelangt. Und dann schaut man zwar auf die Punkte, aber dann ja, hat die Person, wo meisten Punkte hat, noch nicht gewonnen. Nein, ihr schaut natürlich noch eure Schatzkarten an. Und teilweise sind hier natürlich Schatzkarten, die in Kombination mit unterschiedlichen Symbolen natürlich nochmal extra Punkte dann abwerfen oder einfach hier ein bisschen Kapital abwerfen oder ja, welche hatte ich vorhin auf der Hand? Natürlich diese hier mit der Schaufel. Solche Nieten sind natürlich auch dabei. Und dann zählt ihr natürlich diese Schatzkarten noch dazu, rechnet das ab und erst dann, wer dann die Nase vorne hat, wer dann die meisten Punkte hat, der oder diejenige hat das Spiel gewonnen. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Volles Fass voraus. Ein Spiel aus dem Hause Zoch von Gian-Simon Migoni, Illustration Dennis Lohausen. Und das sieht man auch, das ist richtig gut. Ein schönes, attraktives Piratenspiel, allein schon vom Cover. Wir machen uns hier auf eine Reise. Und jetzt mal zu den ganzen Angaben und natürlich auch zum Spaßfaktor. Schauen wir uns das einzeln mal an. Hier auf der Seite steht 2 bis 4 Personen. Und wo ich das am Anfang, wo ich das quasi vorgestellt habe in der einen oder anderen Gruppe und habe dann gesagt, ja, wir benötigen auf jeden Fall die neutralen Schiffe. Oh nein, brauchen wir jetzt wieder so ein neutrales Schiff, was hier so eine Rolle spielt, also neutrale Person. Ja, das brauchen wir. Und das stört groß gar nicht. Das funktioniert richtig gut. Und deswegen läuft quasi eine Partie zu zweit genauso wie zu viert. Nur, dass das Schiff durch die Abfolge ein bisschen gesteuert wird. Aber das stört groß gar nicht. Deswegen auch ganz klar, was ich jetzt die Spielerfahrung gemacht habe.
genauso gut zu zweit, zu dritt und zu viert. Natürlich mit Mitspieler am Tisch macht es am meisten Spaß, ganz klar. Aber unabhängig davon kann man das auch schon sehr gut zu zweit spielen. 40 Minuten, ja, 40 Minuten, wenn ihr zu viert spielt. Aber ansonsten geht das Spiel ja max 30 Minuten. Also zu zweit, wenn man das zwei, dreimal gespielt hat, dann spielen wir das maximal in 30 Minuten. Das geht richtig flott, teilweise sogar kürzer. So, und 10 Jahre steht drauf. Ich weiß nicht. Also so schwer ist das Ganze ja echt nicht. Da hätte man sicherlich auch ab 8 Jahre draufschreiben können. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, okay, die Symbolik aufgrund der Matrosen. Aber die lege ich ja eh offen aus. Das heißt, wenn das mit Jüngeren absolviert und die Person zieht so einen Matrosen, legt ihn aus und ist es unklar, dann kann man es demjenigen oder derjenigen natürlich auch erklären, weil die Karte legt ja offen aus. Das Einzige, was man natürlich verdeckt hält, sind diese Schatzkarten. Aber ja, hat man das einmal erklärt und so viele unterschiedliche gibt es nicht, dann verstehen sicherlich auch die Jüngsten. Also durchaus ein Spiel, was sich Jüngere oder was ihr in der Familie auch mit 8-Jährigen absolvieren könnt. Ihr habt ja gemerkt, ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt geht, aber das ist ja auch recht flott aufgebaut und sehr schnell erklärt. Da ist durchaus auch die Zielgruppe derjenigen, die vielleicht nicht so viel spielen, die man vielleicht sehr schnell in ein paar Minuten an ein Spiel heranführen will. Das gelingt beispielsweise mit so einem Spiel. Da seid ihr sofort drin. 10 Jahre offiziell die Angabe, durchaus eine Empfehlung ab 8 Jahre. Aber der Verlag hat sich sicherlich seine Gedanken gemacht. Aber muss sagen, die Jungen sind heute teilweise sehr fit, sehr motiviert, sehr lernbegierig in gewisser Weise. Und die kriegen auch sicherlich so ein Spiel hin. Zumindest habe ich auch die Erfahrung in dem einen oder anderen Mitspieler bzw. Mitspielerin gemacht. Also sollte jetzt kein größeres Problem dann darstellen. Jetzt kommt natürlich das wichtige Element. Was sind die Besonderheiten? Macht es denn überhaupt Spaß? Das Element mit dem Ziehen der Schiffe ist recht einfach. Das geht mir teilweise sogar zu schnell. Und teilweise natürlich, da weiß man gar nicht, was auf einen wartet. Zumindest in der ersten Partie oder in der zweiten Partie. Weil wenn man da ein bisschen Übung hat, dann schaut man sich zumindest ein bisschen so die Plättchen an, was da denn irgendwann kommt, welche Fässer ich sammle und ja, welche Fässer ich dann auch loswerden möchte, sofern es gelingt. Aber es sind immer wieder gewisse Glücksmomente dabei, die positiv, aber auch negativ sich auf meine Spielweise auswirken. Teilweise wird man auch ein bisschen gespielt, man hat wenig Auswahl, man macht das, was einem vorgegeben wird, weil das einfach die beste Lösung ist. Das hat man dann weniger gefallen, das gibt es aber dann auch bei dem einen oder anderen Bereich, das muss man definitiv auch wissen. Das Element mit dem Herausziehen des Fasses aus dem Heck, dass nur die freien Fässer dann genutzt werden können, das ist gut gemacht. Das gefällt mir, das ist ein schönes, attraktives Element, was ich jetzt bisher jetzt groß in keinen anderen Spielen gesehen habe, dass man auch so eine Enge hat in seinem Bereich und nur gewisse Dinge dann herausziehen kann. Und das sind hier in diesem Spiel die Fässer. Wenn man so am Anfang spielt, ja, dann denke ich, nimmt man mal Punkte, dann kriegt man mal ein paar Punkte weniger. Und irgendwie so ab diesem Bereich hier merkt man es, ja, jetzt musst du aufpassen. Jetzt sieht man, wo man bei den Punkten steht, was die anderen vielleicht als Schatzkarten haben, ob sie gierig sind nach Schatzkarten. Es gibt welche, die spielen hauptsächlich nur auf Schatzkarten. Die sind vom Punkterang recht weit hinten, aber mit ihren Schatzkarten holen sie dann am Ende nochmal richtig Punkte und überholen einen durchaus, sodass man diejenigen mit Schatzkarten nie außer Acht lassen sollte und durchaus mal die eine oder andere Schatzkarte nimmt, auch wenn die Gefahr besteht, dass hier eine Niete dabei ist. Aber so ist das Spiel. Es ist definitiv mit einigen Glücksfaktoren bestückt, die mir an der einen oder anderen Stelle ja etwas missfallen, was auch das Gespieltwerden angeht, aber auf der einen anderen Stelle auch irgendwie passen, weil jeder hat seine Chance, mit seinem Schiff voranzufahren. Ist nur die Frage, wo ziehe ich hin, wie gierig bin ich, beziehungsweise schaue ich vielleicht gleich 1, 2 Felder voraus, um dann im Prinzip abzuschätzen, wohin ich komme, beziehungsweise was ich aufnehmen kann. Vom Spielspaß muss man ganz klar sehen, es ist ein Spiel, wo am meisten Spaß am besten funktioniert mit Familien. Mit vielleicht auch welchen am Tisch, wo ich auch erlebt habe, wo vielleicht jetzt noch nicht so viel Spielerfahrung haben. Wo einfach ein schnelles Spiel haben wollen, das schnell aufgebaut ist, wo man auch sagt, komm, nach 5 Minuten können wir auch schon beginnen. Weil ihr könnt das quasi auch alles drin lassen, aber die Fässer, die Karten, die Schiffe und dann könnt ihr auch schon beginnen. Das ist ein Vorteil und ihr könnt auch zügig beginnen, praktisch in die Abläufe einzusteigen. Das Spiel ist schon fast zu Ende, wenn man denkt, wir haben es ja gerade erst angefangen, dann ist es schon zu Ende. Das heißt, abhängig davon und ihr könnt
grübel da nicht ewig, geht es recht flott und ihr seid hier schnell in den einzelnen Bereichen und am Ziel angelangt. Zielgruppe aber für mich ganz klar diejenigen, die vielleicht jetzt noch nicht so viel Spielerfahrung haben, die auch gerne Familienspiele mögen, die vielleicht auch gerne mit Jüngeren am Tisch sitzen und auch wenn hier 10 Jahre steht, ich denke aufgrund der Abläufe könnt ihr schon für euch das einschätzen, ob das vielleicht für euch was ist, für die Familie ist und das ist für mich ganz klar die Zielgruppe. Es sind nicht diejenigen, die Erfahrung habe ich auch gemacht, die natürlich schon ein bisschen mehr Spielerfahrung haben, die vielleicht schon im Kennerspielbereich sind. Gut, steht ab 10 Jahre drauf. Da erwartet man auch ein leicht gehobenes Familienspiel. Das ist es definitiv nicht. Das ist ein einfaches, aus meiner Sicht ein gutes Familienspiel, abhängig von der Gruppe. Nicht mit jedem würde ich spielen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber wenn man es mit den Mitspielern dann spielt, die gerne auch solche schönen, attraktiven, leichten Familienspiele mögen, die kommen definitiv hier in diesem Spiel auf ihre Kosten. Also achtet definitiv auf die Zielgruppe, auf euch. Je nachdem, ob es was für euch ist. Das war meine Einschätzung, die ich gemacht habe mit dem Spiel. Für mich ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, wow, das haut mich total vom Hocker. Wir müssen morgen und übermorgen sofort wieder auf Reise gehen. Da muss man schon schauen, mit wem man spielt. Und die Möglichkeiten, die habe ich immer mal wieder, dass man auch mit Leuten am Tisch sitzt, die jetzt nicht so viel Spielerfahrung haben, die nicht so viel spielen. Und die sind durchaus bei dem Spiel aufgehoben und haben vielleicht Lust, mal mehr, mal weniger. Aber das war es auch schon in Länge zu diesen ganzen Informationen. Ich denke, ihr wisst definitiv jetzt Bescheid. Ja, das Spiel bekommt ihr ja im Handel, denke ich, fast überall. Ansonsten könnt ihr gerne über die untergenannten Links schauen. Ihr wisst ja, ja, über die Links unterstützt ihr uns ja automatisch, zahlt nicht mehr. Es müssen auch keine Spiele sein. Das zu allen wichtigen Informationen von Volles Fass voraus. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.